Jaco, das sind die Schlüssel für die beschissene Yacht, die sie da bauen gerade für mich. Sieht gut aus. Ja, gib mir auf den Sack, dass die nicht fertig werden, Alter. Man kann auch sehen, dass meine 350 alle sind. Wie am besten trainieren, um richtig stark zu werden. Dazu kann ich sagen, Ernährung muss sowieso stimmen, ist klar, viel essen. Das Training würde ich so gestalten, dass ich versuche, im Pyramidensystem zu trainieren. Und durch die Sequenzen gewöhnt sich der Muskel nämlich an die Gewichte und hilft dabei, die Gewichte zu steigern. Denn im Laufe des Zyklus, sagen wir mal, sprich einen Monat oder 6 Wochen oder 8 Wochen. Also wie gesagt, ich würde im Pyramidensystem trainieren mit angepasster Ernährung. So, nächste Frage. Was bringt mehr, jeden Muskel einmal pro Woche richtig hart zu trainieren oder alles zweimal zu trainieren? Ja, ich persönlich bin natürlich dafür, einmal die Woche richtig hart, weil zweimal schwul bringt auch nicht mehr. Das ist ja nicht das Doppelte. Das ist halt bloß zweimal trainiert. Also Bodybuilding ist Krafttraining. Krafttraining braucht man, um Muskeln aufzubauen. Deswegen einmal richtig hart und schwer, jeden Muskel, damit er auch genügend Zeit hat, sich zu regenerieren und natürlich durch den Reiz, durch den gesetzten Reiz, dann zu wachsen dementsprechend. So, wie ihr mitgekriegt habt, hat Jaco heute mit mir Wandertag. Aber ich mache den ganzen Blödsinn gerne mit. Nächste Frage. Machen viele Bodybuilder Kreuzheben? Also fast alle Jungs, die ich kenne, auch aus der Profiliga, und alle schweren Jungs machen natürlich Kreuzheben, weil es eine Grundübung ist, weil der ganze Körper dabei beansprucht ist durch den Druckaufbau. Und machen fast alle Bodybuilder Kreuzheben. Man muss vielleicht als Anhang oder als Nachtrag noch dazu sagen, wenn man merkt, weil manche sind ja dazu geneigt, die Taille wächst einem weg, dann würde ich Kreuzheben wieder rausnehmen. Aber bis dahin ist man ein weiter Weg. Also macht Kreuzheben, bis der Arzt kommt, bis kurz bevor der Rücken durchspringt, weil dann kriegt er auch Masse am Körper. Hier will jemand wissen, was der beste Song für ein brutales Training ist. So aus dem Stehgreif, so richtig hardcore, so richtig brutal. Schnieschner Schnappi. Nächste Frage. Etwa über 80 Kilo bereits abgenommen, aktuell stagniert es. Cardio noch weiter steigern als Frage denn danach? Naja, das Cardio wird ja nach 80 Kilo Abnahme auch nicht mehr weiterhelfen. Ich würde es mal mit Bremsen rein ja versuchen oder mal 5 Liter Abführmittel saufen oder so ein Scheiß. Und für meine naturalen Freunde, Testo, Primo, Wachs und Deka, alles gehört in einen Shaker. Mann, du hast 80 Kilo abgenommen, Alter, jetzt mal im Ernst. Also, ist doch klar, dass das nicht die ganze Zeit, da löst du die Luft auf. Das geht doch nicht. Du wirst durchsichtig, so wie Jaco. Ich weiß ja nicht, was du jetzt noch wiegst, aber ich schätze mal so um die 100 oder um die 80 Kilo. Und das ist ein gutes Gewicht. Einfach mal operieren lassen, die ganzen Fettschneiden wegschneiden lassen, da von so einem Idiotendoktor verschreiben lassen, dass du auf Macke da machen irgendwie, dass du da so ein scheiß Rezept kriegst, dass sie dir die Lappen wegschneiden und dann machst du den nächsten Schritt. Aber bei 80 Kilo Gewichtsabnahme, also wenn das kein Joke ist, ne, davon abgesehen, da kannst du bei den Leuten auch ab und zu mal von ausgehen. Ja, wie gesagt, die Antwort hast du gekriegt am Anfang. Kann man mit dir zusammen trainieren? Ja, das kann man machen, aber das kostet Geld und ist so angelegt, der Preis, dass nicht jeder mit mir trainieren möchte. Nein, ist Quatsch. Man kann mit mir trainieren, man kann Trainings buchen, ist klar. Hier in Hamburg, weil jetzt fahre ich nicht wegen nach München zu einem Training runter, ist ja denn der Preis stimmt. Ne? Aber man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Aber um die Frage zu beantworten, ja, mit mir kann man zusammen trainieren, beziehungsweise man kann sich von mir coachen lassen. Also ich gebe Trainings. Ich selber trainiere kaum mit den Leuten zusammen, weil ich finde, das macht nicht so viel Sinn, als wenn ich den Leuten wirklich zeige, wie sie was falsch machen. Und da versorge ich mir mein eigenes Training dadurch. Ne? Also fixiere ich mich komplett auf die Leute, habe mehr Zeit für die in der Stunde oder in den Zweien, wo wir jetzt was zusammen machen. Und dann haben die Leute auch Spaß daran und können auch was mitnehmen, sind zerstört, haben die Fresse voll und hassen mich am Ende des Tages und dann haben wir alles richtig gemacht. Dann fragt mich jemand, mit welchem Alter ich angefangen habe zu stoffen. Also wenn man das Stoffen nennen kann. Ich habe meine erste Oral-Turinabol-Kur mit 17, glaube ich, genommen. Mit 17 oder 18, irgendwie so habe ich angefangen. Da habe ich noch Kraft-Zweikampf in der DDR gemacht.
und habe dadurch enorme Kraftzuwächse bekommen, im Bankdrücken speziell. Und ja, wie gesagt, das war meine allererste Erfahrung mit dem anabolen Steroid bzw. einem Methyltestosteron, was ich schon mal gesagt habe, was kurioserweise, was eigentlich solo gar nicht wirken soll. Ne? Bei über 30 Grad, Alter, Kalbach hat so ein Ding weg. Gut, dass ich letzte Nacht Beine trainiert habe. Oh, Alter. Oh, jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie meine Fickerei aussieht, Alter. Also Tipps für einen guten Bizeps, ist die nächste Frage. Einfach alte Bilder von mir angucken. Nee, Grundregel, fester Männergriff an der Hantel, nicht diese schwule, halboffene Hände-Dinger und so ein Quatsch hier, wie manche mal haben, und dass sie dann so fester Männergriff. Dann immer ein bisschen in den vollen Peak reingehen, nicht zu schwer die Gewichte wählen, dafür kontrolliert arbeiten, aber dementsprechend schwer. Und nicht so wie die Lauchs und Hipster und diese ganzen Quarkköpfe versuchen, die Gewichte zu hypnotisieren und da nichts zu machen, sondern ran an die Dinger, richtig knallen und viele Sätze. Also ich würde, wenn ich Schwierigkeiten beim Bizep habe, zwischen 12 und 20 Sätze für einen Bizeps alleine machen. Und einige haben mich gefragt, wie sich meine Knie jetzt nach dem beidseitigen Patella sehen, Abriss anführen, den ich damals hatte. Ich kann euch ja mal mit die Geräuschkulisse ein bisschen, hört ihr ja? Das ist das Feedback von meinen Knien. Es hat ein bisschen was von den Gesängen der Buckelwale. Ja, deswegen bin ich auch so bucklig. So, wie viele Übungen bzw. Sätze ziehen von oben und Ruderübungen im Rückentraining? Dazu muss man mal ganz klar sagen, das spielt gar keine Rolle, macht das einfach so, wie ihr den Tag Bock habt. Ich habe schon mal gesagt, sucht euch Übungen raus, wo ihr Spaß dran habt, die euch Freude machen, wo ihr 100% geben könnt den Tag, und geht nicht nach einem stupiden, stumpfen Plan, den ihr einfach abarbeitet und so halbherzig dann so ein halbschwules Training macht. Ne? Sucht euch am Rückentag einfach raus, wo ihr richtig Bock drauf habt. Chaco, da kommt der nächste Bus, Alter. Die fahren uns hier gleich über den Haufen. Das ist tatsächlich so eine Art Bus auf dem Wasser. Ja, cooler Scheiß hier, oder? Auf jeden Fall. Jaco ist total begeistert von der neuen Wahlheimat. Wirklich, wirklich. Vielleicht können wir ja gleich noch eine Frage machen. Hallo Heiko, sinnvoll laut deinen Erfahrungen okay, UK im Wechsel pro Woche? Oberkörper, Unterkörper soll das bestimmt heißen. Ich weiß gar nicht, was ich antworten soll darauf. Schwankt das Ding hier? Tatsächlich, es bewegt sich, oder? Ja, na klar, es ist auf Wasser. Das ist ein scheiß Ponton. Also wenn es gleich Klatsch macht hier und sich das anhört, als ob ihr nach 20 Kilo Schnitzel ins Wasser geschmissen hat, das weiß ich dann. Oberkörper, Unterkörper im Wechsel pro Woche. Ist, ich würde den Oberkörper komplett durchtrainieren, aber nicht an einmal. Und dann den Unterkörper einmal reinnehmen. Das heißt, die Beine werden einmal die Woche trainiert. Damit hat sich die Laube. Es sei denn, du machst einen Sechser-Split, dann hast du Vorder- und Hinterbein getrennt. Und das war es gewesen damit. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nicht immer alles kompliziert machen. Ein bisschen nachdenken, da ist eine einfache Logik dahinter meistens. Und dann könnt ihr euch die Fragen selber beantworten. Hey Heiko, hab Probleme ordentliche Arme aufzubauen. Soll ich Arme extra trainieren oder nicht? Na, das beantwortet sich ja selber. Wenn du Probleme hast, Arme aufzubauen, dann musst du dich doch darauf fokussieren. Und dann würde ich den Arm natürlich einen extra Tag geben, um da mal richtig reinzuballern. Weil wenn du den Arm jetzt zum Beispiel an der Rücken- oder Brust- oder Schulterübung hinten dranhängst, dann kannst du doch gar nicht mehr 100% geben, es sei denn, du hast vorweg geschlafen und nichts gemacht und nur die Geräte hypnotisiert. Meinst du mit reinballern, er soll das direkt in den Bizeps spritzen, oder? Die Hantel, ja. Ach so. Die soll direkt ein bisschen...
Aber ach so, das ist ja, Jaco, dein Lieblingsstoffthema. Ja klar, Spritze und Bizeps breien, aber du Pfeife, du kriegst ja nicht mal das Ding in den Arsch rein, Alter. Also Jaco, jetzt mal eine Frage an dich, die gestellt wurde. Hier fragt jemand, was das mit deinen Neigungen auf sich hat, ob das wirklich stimmt, was die Leute sich so erzählen. Was erzählen die sich denn? Naja, dass du so ein bisschen schräg drauf bist. Formulier es mal vorsichtig. Na, ich würde schon gern mir im Hamburger Zoo einen Pavian kaufen und dem das Punchfisten beibringen, dem roten Arsch, und versuchen, den auf dem Kiez anschaffen zu schicken. Also ich würde so eine Travestie-Show würde ich mit dem abziehen. Also Röckchen anziehen, so ein Tutul. Ja, und dass man den auch punchfisten kann, den Okay. Bis. Hast du da schon eine konkrete Preisvorstellung, was man denn da. Das kommt drauf an, wenn man halt nur. Also wenn man bis zur Prolapse fistet, dann muss das schon ein Tausender sein, weil kann ja auch sein, dass der Pavian danach hops geht. Ne? Und das muss ja auch alles wieder zugenäht werden. Okay. Hältst du das Ding nicht viel zu tief? Nö. Was ist mit den Kreditkartenzahlern? Die werden abgezockt. Okay. Kommt das jetzt auch in meinen Channel hier? Jetzt mal ganz im Ernst? Ich denke schon. Seht ihr die wackelnden Dinger? Haben die gewackelt? Ja, wackelt wie Sau, Alter.